Hallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Vlog Gaming. Vlog Gaming habe ich ins Leben gerufen, um halt von aktuellen Geschehnissen des Tages zu berichten oder von Dingen, die ja ich mal ansprechen möchte. Und während ich diese Sachen aufnehme, Dankeschön, werde ich halt random irgendwelche Spielchen spielen. Aber ich denke mal, das Spiel hier, Warface, könnte zum Standard spielen werden. Ja, was möchte ich heute bereden? Also ich würde ganz gerne über das Jahr 2018 reden. Ne? Hier ist ja nun bald soweit, sind ja nur noch 2 Tage. Und jeder nimmt sich natürlich... von hinten erwischt? Nein, doch nicht. Aha. Ja, und jeder nimmt sich natürlich neue Vorsätze vor. Hat Wünsche und Hoffnungen. Wünsche halten sich bei mir eigentlich in Grenzen. 3 Stück gibt es. Und zwar Gesundheit, ne, für die Familie. Mich einbegriffen, denn ich bin jetzt schon fast 2 Monate mit diesem blöden Rotz beschäftigt. Ne, das hört man ja auch immer wieder an der Stimme. Auf jeden Fall, das ist der erste Wunsch, den ich hätte. Der zweite Wunsch, dass es weiterhin gut läuft mit der Real-Life-Firma. Oh, hat mich erwischt. Ne, es wäre blöde, wenn das da absacken würde. Und der dritte Wunsch ist, dass der YouTube-Channel halt mir weiterhin Spaß und Freude bereitet. Wo ich aber davon ausgehe, dass sich das nicht ändern wird. Und dass er halt schön wächst und gedeiht. Ne? Ja, was gibt's sonst noch zu berichten? Außer, dass ich heute noch nicht geschlafen habe. Echt todmüde bin. Ich werde auch jetzt, nachdem ich das Video gemacht habe, mich dann so ein paar Stündchen ins Bettchen legen. Ah, da oben ist einer. Na, Krise? Nein, da geht mir die Munition aus. Ach. Ja, werde ich mich nachher ins Bettchen bewegen, 1-2 Stündchen schlafen. Vielleicht noch 3 oder 4, aber mehr auch nicht. Denn das muss ja auch alles noch hochgeladen werden hier. Ja, für 2018... Obwohl, es gibt noch eine Sache, die ich mir für 2018 wünsche. Und zwar, dass mir nicht so viele Vollspasten über den Weg laufen wie 2017. Also ich habe da so viele Leute, Entschuldigung, so viele Leute kennengelernt, getroffen, auf die hätte ich echt verzichten können. Eine Nachricht, toll, mitten in der Aufnahme. Spitzenklasse. Kann man ja noch nicht ändern. Aber ich werde hier auch in den Videos nicht schneiden. Anfang, Ende, vielleicht ein bisschen abrunden. Ah, Granate. Oh Mann. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Ich werde hier an den Videos nicht schneiden. Die werden einfach so, wie sie sind, bis auf die Anfang und das Ende reingestellt. Das soll ja auch ein bisschen real rüberkommen. Als wenn ich mich halt mit euch unterhalte. Oh, von hinten. Ah, und von oben. Ja, super. Es ist gar nicht so leicht, hier zu spielen und sich nicht ablenken zu lassen beim Reden. Haha, gut. Bis das erste Video. Wo, wo, wo? Da, da, da. Immer auf mich. Immer auf mich. Und Granate. Nein. Fail. Oh nein, 3 Kills. Uhuhu. Ah, nein. Von hinten schon wieder. Aha. Ja. Was gibt's sonst noch zu berichten heute? Ich habe an meinem Banner ein bisschen gearbeitet noch, weil da hat mich ein aufmerksamer Abonnent darauf hingewiesen, dass ich tatsächlich einen kleinen Schreibfehler drin hatte. Aber der Schreibfehler, ich habe bei Videos, habe ich das O und das E vertauscht. Oh Mann, nein! Ha, nein! Ach, es soll nicht sein. Wir verlieren 119-131. Oh, ich kotze ab. Egal. Ja, deswegen musste ich natürlich sofort reagieren und ja, neues Banner anfertigen, weil das kann natürlich so nicht sein, ne? Videos. Das ist scheiße. Das klingt kacke, das sieht kacke aus. Mir ist das nicht aufgefallen, obwohl ich eigentlich immer aufpasse, aber das ist, muss ich zugeben, ist mir echt entfallen. Das hat mich richtig geärgert, denn ich habe 4 Stunden dafür gebraucht.
Ja, er stirbt nicht. Das ist so klar. Na, aber mittlerweile bin ich auch schon Profi da drinne. Und das Neue hat jetzt, ich glaube, 1,5 Stunden in Anspruch genommen. Ui, das ist mein eigener gewesen. Zum Glück gibt es hier kein Friendly Fire. Stirb doch! Nein! Vorbei die Runde. Aber passt ja, ich bin auch fertig mit dem Video. Ja, und morgen will ich dann ein neues hochladen. Ich versuche es, wie gesagt, jeden Tag. Aber es kann ja auch mal sein, dass der Tag langweilig war, ich kein Thema zum Reden habe. Obwohl, ich rede eigentlich ganz gerne. Ja, wir werden sehen. Gut, also bis dahin, gehabt euch wohl, euer Odi. Tschüss!